Ja, wir hatten ja heute hier Verhandlungskommission. Wir sind heute Morgen hier hingekommen mit unseren Azubis. Ich bin heute mit meinem Bereichsleiter, ich bin auch stellvertretende Bereichsleiterin bei uns, sind wir durchs Bildungszentrum gelaufen, haben die Azubis eingesammelt und sind dann mit insgesamt 80 Azubis hier hingefahren und zur Kundgebung, haben dann unterstützt und haben dann halt jetzt, wie es rausgekommen ist, dann halt auch unsere Meinung dadurch durchgekriegt. Wir haben mehrere Komponenten in dem Verhandlungsergebnis drin. Wir haben 3% mehr Geld ab dem 1.3. Wir haben es erreicht, die Altersteilzeitquote von 4% auf 5% zu erhöhen. Wir haben die Verdopplung der altersvorsorgewirksamen Leistung für die Auszubildenden. Und wir haben es sogar noch geschafft, den Tarifvertrag Beschäftigungssicherung als Tarifvertrag wieder neu abzuschließen. Also für uns, für die Jugend, ist die Verhandlung zu 100%ig super gut durchgegangen. Wir haben zu 100% das gekriegt, was wir wollten. Wir haben 100% VWL gefordert und haben wir jetzt auch gekriegt für die Altersvorsorge. Und das ist für uns einfach spitze.